Tiefensuche. Jetzt das Ganze nochmal für Tiefensuche. Wie sieht das da aus? Hätte er gesagt, bei dem Breitensuche geht es halt in der Breite. Und wenn wir jetzt einen Stack verwenden anstelle der Queue, ergibt sich die sogenannte Tiefensuche. Das heißt, es werden immer Kanten von jetzt gerade neu entdeckten Knoten verfolgt. Und das bewirkt, dass man sozusagen möglichst schnell von dem Startknoten aus weggeht. Genau, sind alle Kanten eines Knotens V untersucht, so erfolgt ein Rückschritt zum Vorgänger U von V. Und es wird versucht, weitere Kanten von U aus zu untersuchen. Mit diesen Abstandsmarkierungen funktioniert das jetzt nicht mehr. Nicht mehr so wie gerade bei der Breitensuche. Was man jetzt macht, jetzt verwendet man zwei Zeitstempel, nämlich einmal einen Zeitstempel D, auch für sozusagen discovered. Das ist der Zeitpunkt, zu dem ein Knoten entdeckt wird. Und ein zweiter Zeitstempel wird verwendet, F für irgendwie finalize oder finish, wenn ein Knoten vollständig bearbeitet wurde. Auch ähnlich dargestellt wie jetzt eben. Wir fangen wieder an mit dem Knoten S als Startknoten. Ich nehme den gleichen Graphen. Das ist der einzige Knoten, der zum Zeitpunkt des Starts den Zustand discovered hat. Das ist der Knoten, den wir in den Stack eintragen. Und wiederum, wie eben zuvor, markieren wir die Knoten mit completely explored, wenn wir sie vollständig bearbeitet haben. Hier unten trage ich diese Zeitstempel ein, D, F und den Vorgängerknoten, von dem aus wir den Knoten erreicht haben. So, jetzt fangen wir an. Wir würden uns jetzt einen Knoten rausgreifen. Ich gehe jetzt wieder lexikografisch vor. Ich hätte jetzt genauso gut B nehmen können. Ich nehme aber jetzt den Knoten A. Da müsste man halt in so einem, wenn man das implementiert, eine Reihenfolge festlegen. Ich entdecke jetzt A, trage das in den Stack ein. Und da ich ja den Knoten B, der ja auch adjazent zu S ist, noch nicht bearbeitet habe, ja, wird der noch nicht abgeschlossen. Das heißt, der bleibt auch hier auf dem Stack liegen. Der bleibt in dem Zustand discovered. Und ich gucke mir jetzt sozusagen ausgehend von dem obersten Element auf dem Stack wieder weiter folgende Knoten an. A bekommt den Wert 2, also das ist sozusagen einfach ein Zähler. Ja, ich fange hier mit 1 an. Und das wird jetzt sozusagen einfach immer um 1 hochgezählt, wenn ich einen neuen Knoten aufnehme. Diese beiden Felder. Also A ist der nächste Knoten. Von dem aus würde ich jetzt beispielsweise den Knoten B, weil der war noch nicht entdeckt, auch wenn es ein Nachbar von S war. Ja, aber den hatte ich noch nicht entdeckt. Das wäre jetzt beispielsweise der nächste Knoten. Bekommt den Wert 3, einfach als um 1 inkrementierter Wert der 2 bei dem A, wird auf den Stack aufgepackt. Dann würde ich beispielsweise den auswählen. Und so geht das jetzt weiter. Ja, hier trage ich die 4 ein. Ich trage jeweils immer hier unten ein den Vorgängerknoten. Ja, die 10, das C habe ich von B aus erreicht. Darum wäre B jetzt hier der Vorgängerknoten. Von C würde ich beispielsweise das D aus erreichen. Von D könnte ich das E aus erreichen. Von E würde ich das F aus erreichen. Ja, alle bereits zuvor besuchten Elemente stehen immer noch auf dem Stack hier drauf. Jetzt von F aus würde ich das G erreichen. So, bei dem G würde ich jetzt feststellen, von G aus gibt es keinen Knoten, der noch nicht besucht war. Ja? Die einzige andere Kante ist die Kante E, ja, der ist bereits discovered. Das F sozusagen als Kante hier mit dem G verbunden ist auch schon bereits discovered gewesen. Das heißt, alle Nachbarn von G sind bereits entdeckt und jetzt kann ich sozusagen die Bearbeitung von G abschließen. Ja, das würde jetzt hier entsprechend den Zustand completely explored bekommen. Es würde vom Stack gelöscht werden und zu dem Zeitpunkt, wo er den Zustand, wo der Knoten den Zustand completely explored einnimmt, ja, wird halt auch der Zeitstempel entsprechend gesetzt. Ja.
Wir hatten hier das G mit der 8 erreicht und mit der 9 sozusagen wird es bearbeitet. Das G wird vom Stack entfernt. Wir gehen zum nächsten Knoten, der auf dem Stack steht, zurück. Das ist das F. F hat auch keine Kante mehr, die zu einem noch unentdeckten Knoten führt. Auch der wird jetzt completely explored gekennzeichnet werden, bekommt den entsprechenden Zeitstempel, also sozusagen die nächste Ziffer oder die nächste Zahl, und würde vom Stack gelöscht werden. Als nächstes gehe ich zum E zurück. Auch da gibt es keine Knoten mehr. Wird auch entsprechend als vollständig bearbeitet markiert. Der Eintrag hier in der Tabelle erfolgt. Ich gehe zum D zurück. So, von D aus gibt es noch einen Knoten, nämlich den Knoten H, ja, den ich jetzt neu entdecke. Den packe ich entsprechend hier auf den Stack drauf. H bekommt den Wert 12, ja, sozusagen der nächste Wert nach der 11, mit dem ich das E abgeschlossen habe. Von H aus gibt es keine Knoten mehr, die oder keine Kanten mehr, die wegführen. Das heißt, auch der würde jetzt completely explored werden und so weiter und so fort. Ich gehe zurück zum D. D würde vollständig bearbeitet werden. Auch da gibt es keine Kanten mehr. Und so baue ich jetzt sozusagen schrittweise den Stack ab. Es füllt sich jetzt schrittweise hier dieser Finalize-Wert und der Stack wird abgebaut und alle Knoten bekommen den Zustand completely explored nach und nach. So und ganz zum Schluss halt auch der Knoten S, ja, der dann sozusagen als letzter Knoten derjenige ist, der vollständig bearbeitet wird. Ja, und genauso wie wir eben den Suchbaum aufgemalt haben, können wir jetzt aus diesem Perrenfeld hier auch einen Suchbaum ablesen. Ja, und da sieht man, dass das jetzt nicht mehr in die Breite geht, ja, wie wir das eben hatten, sondern es geht jetzt hier sozusagen in die Tiefe. Ich gehe jetzt hier möglichst schnell weg, ja, beziehungsweise hier. Das kann ich jetzt mit einem Stack implementieren. Ich kann das aber auch rekursiv machen, so habe ich es jetzt hier gemacht. Und zwar machen wir das wie folgt. Initialisierung, genauso wie wir das eben auch gemacht haben. Ja, wir setzen alle Knoten auf den Zustand undiscovered. Wir setzen den Vorgängerknoten auf nil. Wir setzen den Zeitstempel auf 1. So, und dann nehmen wir uns einen Knoten raus. Und nur wenn der noch nicht entdeckt wurde, rufen wir diese Routine DFS-Visit auf. Die wird sich gleich rekursiv selbst wieder aufrufen. Ja, und mit dem DFS-Visit setzen wir den Knotenzustand auf Discovered. Wir setzen entsprechend den Zeitzähler, ja, auf die aktuelle Zeit. Dann wird die Zeit inkrementiert. Ja, und dann gehen wir sozusagen auf die benachbarten Kanten oder auf die benachbarten Knoten. Und wenn wir einen Knoten haben, der noch nicht entdeckt wurde, ja, dann setzen wir entsprechend den Vorgängerknoten hier und rufen dann für diesen neu entdeckten Knoten die Routine DFS-Visit rekursiv auf. Ja, das heißt, bevor wir den Aufruf hier für einen Knoten abschließen, ja, das erfolgt hier hinten, dass wir den Zustand auf Completely Explored setzen, entsprechend die Zeit für dieses Finalized-Feld setzen. Ja, bevor wir das machen, erfolgt dieser rekursive Aufruf. Das entspricht halt genauso der Darstellung, wie ich das eben mit dem Stack gemacht habe. Ja, Analyse auch hier. Initialisierung ist wieder O von V. Dann haben wir hier nochmal eine Schleife O von V für jeden Knoten. Ja, wenn jetzt die Knoten beispielsweise vergessen den letzten Satz. Also auch O von V. Da müssen wir uns noch überlegen, wie aufwendig das mit dem DFS-Visit ist. Ein Aufruf je Knoten. Ja, also ich rufe das entweder hier auf oder ich rufe es hier auf. Das heißt, für jeden Knoten
wird das maximal einmal aufgerufen. So, in der Schleife hier haben wir auch wieder O von E. Wir gucken uns nämlich alle adjazenten Knoten an. Ja, das heißt, wir besuchen jede Kante, machen dann in der Tat aber nur etwas für die noch nicht entdeckten. Das heißt, dieses DFS-Visit wird auch nur dann aufgerufen, wenn der Knoten noch nicht erreicht wurde. Und damit haben wir auch als Gesamtzeit die gleiche Zeit, die wir bei dem breiten Suchdurchlauf haben, nämlich O von V plus 5.